In diesem Beitrag soll es einmal darum gehen, warum ich gerne Rollenspiele spiele, wie ich damit angefangen habe und warum ich denke, dass viele von euch auch darauf Bock hätten. Ich werde in diesem Beitrag Dungeons & Dragons öfter als Oberbegriff für alle Rollenspiele nehmen, aber zuallererst sollten wir erstmal klären, was sind überhaupt Rollenspiele? Sollten wir nicht ein Brett haben oder Figuren oder Steinchen wie bei Jenga? Nein, nein, das ist ein Rollenspiel. Es findet nur in unserer kollektiven Fantasie statt. Ich erzähle eine Geschichte und ihr entscheidet, wie es weitergeht. Okay? Fangen wir an. Hossa! Ist das richtig? Natürlich gibt es hier und da noch einige andere Sachen, die man erwähnen könnte. Allerdings, in Kurzfassung, ist es das. Einer spielt den Geschichtenerzähler, der DM oder GM. Alle anderen spielen einen Charakter und entscheiden, wie die Story verlaufen soll. Dazu würfeln die Spieler in gewissen Situationen Würfel, um zu entscheiden, ob sie das auch schaffen. Und wer sich jetzt denkt, das ist mir zu nerdy. Nobody really made fun of me playing it without getting punched. Aber natürlich würde ich auf diesem Kanal keine Gewalt fördern. Es gibt genug Leute, die man kennt, die auch D&D-Fanatiker sind. Und ich denke, desto mehr wir in Videogames, Fantasy-Movies und so weiter untertauchen, wird die Welt immer nerdiger. Aber wie hat eigentlich alles angefangen? Ich bin auch jemand, der sehr gerne Brettspiele spielt und bin zuallererst auf den Channel von Will Wheaton gestoßen, in dem er Tabletop-Games spielt. Danach bin ich relativ schnell auf Titan's Grave gestoßen, wo auch Laura Bailey mitspielt, welche auch meine Favorite D&D-Playerin ist. Und bis dato wusste ich noch nicht mal, was Roleplaying-Games überhaupt sind. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich noch einige Jahre eher damit angefangen. Irgendwann habe ich dann mit Critical Role angefangen. Zugegebenerweise habe ich damals etwas damit gestruggelt, mir ein 3-Stunden-Video reinzutun mit damals Kampagne 1 relativ schlechter Videoqualität. Allerdings hat sich am Ende herausgestellt, dass es einer meiner besten Entscheidungen war, denn Critical Role ist eine der besten Serien da draußen. Man könnte meinen, dass ich sogar so weit gehen würde, ihnen mal einen Brief geschrieben zu haben. Oh, liebe Matt Mercer und die gesamte Critical Role Crew. Ja. Ich heiße Daniel. That means I'm Daniel. Nur leider waren Liams Deutschkünste in einem gewissen Punkt nicht so optimal. I said my name. Yeah, besonders Laura Bailey. That says, if this says everyone's good, except Laura Bailey. Yeah. Sorry. That part's in English. Zum Glück wurde das im späteren Verlauf noch richtig gestellt. It wasn't except for Laura, it's especially Laura Bailey. Especially Laura Bailey. Oh, it's all in English too. Yes, he gave us one. Doch, wie habe ich überhaupt mit Rollenspielen angefangen? Als ich vor 7 Jahren damit angefangen habe, hatte ich nichts, keine Regelhefte. Ich habe einfach eine Map gezeichnet, mir Würfel gekauft und dann einfach alles aus dem Kopf gemacht. Das hat darin geendet, dass mein Ogre einfach 2 Leute gekrittet hat, die einfach dann direkt gestorben sind. Wenn ich weiß, was ein Crit ist, auf einem 20-seitigen Würfel, wenn man die 20 würfelt, dann hat man einen kritischen Treffer und man macht doppelt so viel Schaden. Oh! Guys, I don't make this up. Seitdem habe ich mir das Rulebook zugelegt, ein paar Freunde beschafft, die auch Interesse daran haben und zocke das eigentlich schon fast jede Woche seit 7 Jahren. Und nun kommen wir dazu, warum ich Dungeons & Dragons so sehr feiere. Man trifft sich einfach mit Freunden, jeder spielt eine Rolle, jeder macht sich über jeden lustig, es entstehen Inside-Jokes. Und natürlich die Spannung des Würfelns. Ich fasse das Schwert der Duquesne und werfe es nach dem Amulett am Hals des traurigen, nackten Mannes. Das wird schwierig. Du brauchst eine 18 oder höher. Ja! Ja! Damals in der Grundschule wurde mir mal ein Buch vorgelesen, in dem man selber eine Entscheidung treffen konnte und dann der Verlauf sich geändert hat, je nachdem, was man getan hat. Das Prinzip hat mich seitdem her schon sehr beeindruckt. Allerdings kann man hier, wie in Videospielen, keine wirklich freien Entscheidungen treffen und man wird immer durch einen Plot geleitet. Dies ist bei Dungeons & Dragons nicht der Fall. Dadurch, dass man grenzenlose Freiheit besitzt, wenn der DM es zulässt, finde ich dieses Spiel mega. Dazu kommt noch der Hang zum Schauspielern. Warum habe ich wohl auch einen YouTube-Kanal? Warum denke ich jetzt, dass das auch auf andere Leute zutrifft? Zuallererst muss man dazu sagen, dass es ja nicht auf den Fantasy-Bereich beschränkt ist, sondern es gibt auch Horror-RPGs oder Cyberpunk und so weiter. Und ein sehr gutes Beispiel aus der Filmbranche ist zum Beispiel Guardians of the Galaxy is a D&D party. There are different classes of different people thrown together in a situation and they bumble through it. I'm like, that is a D&D party. Wer also gerne Animes guckt, im spezifischen Isekais, der sollte eigentlich genauso interessiert daran sein wie WoW-Spieler oder sonstige Leute, die gerne Fantasy gucken.
Natürlich sei das alles nur dahingestellt. Am Ende entscheidet immer noch ihr, ob ihr das mal machen wollt. Falls daran mal Interesse besteht, kann ich auch gerne mal ein Video dazu machen, wie man damit überhaupt anfängt, wo man starten kann, was es überhaupt alles so gibt. Peace und bis zum nächsten Mal.